Das heißt, wir haben nur Ziffern von 0 bis 7. Sobald ich über die 7 rüberkomme, habe ich das nächstgrößere Bündel. Bleiben wir mal in diesem Stellenwertsystem zur Basis 8. Nehmen wir mal folgende Darstellung. Schreib's mal hier drunter. Nee, schreib's da rechts daneben. Ich nehme mal die Ziffernfolge 1, 4, 7 zur Basis 8. Und die Basis schreibe ich jetzt immer hinten dran. Wenn ich keine Basis hinten dran schreibe, meine ich das Dezimalsystem. Deswegen habe ich da oben nichts dran geschrieben. Ich könnte aber auch so eine 10 in den Index schreiben, um zu sagen, ich habe jetzt eine Ziffernfolge im Stellenwertsystem zur Basis 10. Hier habe ich eine Ziffernfolge im Stellenwertsystem zur Basis 8. Was bedeutet die jetzt? Ja? Ja? Genau, ist gleich 1 mal 8 hoch 2. Ja? Genau, plus 7 mal 8 hoch 0. Wenn ich den Wert von dieser Symbolschreibweise haben will, muss ich den Wert dieser Stelle nehmen und der ist 8 Quadrat, der ist 8 hoch 1 und der ist 8 hoch 0. Anders gesagt, wenn ich mir eine Stellenwerttafel, eine Spalte zu viel gemacht, naja, macht nichts. Hier hinten habe ich ja die Einer. Oder 8 hoch 0 als Wertigkeit. Sobald ich einen Achter zusammen habe, komme ich auf die nächste Stelle. Das heißt, hier habe ich die Achter. Wie mit Fahrrädern hier. Die Achter oder die Stellenwertigkeit 8 hoch 1. An der nächsten Stelle, wenn ich 8 Achter habe, bündel ich die zu einem 64er. So. 64er, 8 Quadrat. Wenn ich 8 hoch 3 habe, wenn ich 8 64er bündel ich zu einem na, 512er, ne? Naja, wie kommt man da drauf? 8 ist 2 hoch 3. 8 hoch 3 ist 2 hoch 3 hoch 3 ist 2 hoch 9 und 2 hoch 9 ist 512. Sowas weiß man auswendig, ganz wichtig. In Informationszeitalter-Zeiten weiß man die Zweierpotenzen bis mindestens 2 hoch 20 auswendig. Ja? Sie nicht? Sie studieren noch Informatik. Okay. Na. So. Also, jetzt haben wir hier in unserem Fall 7 Einer, 4 Achter und 1 64er. Und die muss ich jetzt zusammenzählen. Ich habe also 1 64er, 4 Achter sind 32 und 7 Einer ist 7. Und wenn ich das zusammenzähle, habe ich 96, 103. Das heißt, also, habe ich richtig gerechnet? Ja, ne? Das heißt, das hier ist eine Repräsentation der 103. Das spricht man bitte folgendermaßen. Das ist nicht die 147 im Achtersystem. Das ist nicht die 147 im Achtersystem. Das ist die 103 im Achtersystem. Sie sagen nicht 147, Sie sagen 1, 4, 7 zur Basis 8 ist 103. Man kommt sonst durcheinander. Das ist nicht die 147. Die 147 im System zur Basis 8 würde anders dargestellt werden. Das ist die 103. Achso, ich habe 0,512er natürlich. So. Gut, jetzt kann man natürlich noch andere Ziffernsysteme sich ausdenken. Dezimalsystem, sagt man es da auch so, dann zur Basis 10.
Also beim Dezimalsystem müsste man streng genommen auch sagen, das ist die 1984 zur Basis 10. Und wir haben aber den Vorteil, dass unsere Sprechweise natürlich in Zahlen am Zehnersystem angelehnt ist. Ich darf sagen, 1980 und 4. Das ist ja hinten ein bisschen rumgedreht, so eine Ungenauigkeit. Aber ich darf das sagen, weil ich habe ja tatsächlich einen Tausender, 900er, 810er und einen Vierer oder 4-1er. Deswegen ist das tatsächlich die 1984, ist die 1984 zur Basis 10, deswegen, weil ich so sprechen würde. Wenn wir zum Achtersystem sprechen würden, dann würde man vielleicht sagen, ich habe hier die Zahl 1,64er, 4,8er, 7 und 7 oder so. Ja, das macht man natürlich nicht, aber unsere Sprechweise ist am Zehnersystem orientiert, deswegen geht es. So, jetzt erfinde ich mal eine neue Basis hier. Nehmen wir mal die Basis 16. Ja, Basis 16. Jetzt beginnt wieder das Gemurmel. Psst. Basis 16, welche Ziffern habe ich? Ja? 0 bis F. 0 bis F. 0 bis F? Wie kommen Sie denn da drauf? Nach der 9 nehme ich A, B, C, D, E, F. Ja, das ist eine pragmatische Lösung. Ne? Genau, wir müssen wieder neue Symbole erfinden, so wie die alten Römer. Aber diesmal nur endlich viele. Wir brauchen insgesamt 15 Symbole, 10 haben wir schon, 0 bis 9. Wir brauchen 16 Symbole. 10 haben wir schon, 0 bis 9, also fehlen noch 6. Wir müssen die 10, die 11, die 12, die 13, die 14, die 15 irgendwie repräsentieren. Das heißt, wir haben 0 bis 9 erstmal für die Werte 0 bis 9. Das ist 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Wenn ich ein F an eine Stelle schreibe, bedeutet das 15 vom Wert her mal die Bündelgröße. Und ich habe ja 16er Bündel. Also, wenn ich beispielsweise die folgende Zahl im 16er System schreibe, was bedeutet das? Müssen Sie überlegen, was habe ich hier hinten für ein Bündel? Einer, ne? Hinten sind immer einer. Immer Basis hoch 0. Das heißt, ich habe hier, E hat die Wertigkeit 14 mal 16 hoch 0. E hat die Wertigkeit 14, E ist 14, F ist 15. E ist 14 und es bedeutet 14 mal 16 hoch 0. Das ist 15 mal 16 hoch 1. Das hier ist 15 mal 16 Quadrat. Und das hier ist 10 mal 16 hoch 3. Das ist eine ziemlich große Zahl, relativ kompakt dargestellt, weil wir eine große Basis haben. Das begegnet Ihnen auch ständig im Alltag, gell? Das 16er System. Tatsächlich. Wenn Sie beispielsweise am Computer sitzen und eine Windows-Fehlermeldung kriegen, Blue Screen oder sowas, dann steht häufig sowas da. Fehler an Speicherplatz. Sowas hier. Ja? Ah ja, danke. Fehler an Speicherplatz FF12A4E3. Dann fragt man sich, was soll das? Das versteht ja kein Mensch. Jetzt wissen Sie, was es bedeutet. Das ist eine Zahl im 16er-System aufgeschrieben. Man sagt auch Hexadezimalsystem. Hexa 6, Dekem 10.
Ich weiß nicht, welcher Hans sich diesen Begriff ausgedacht hat. Das ist nämlich eine Vermischung von Griechisch und Lateinisch. Ja? Hexa, 6, Griechisch. Dekem, 10, Lateinisch. Hexa, Dezimal. Naja, manche, die das eher so nur Lateinisch mögen, sagen Sedezimalsystem. Ja, Sedekem, 16. Gut, Hexadezimalsystem bedeutet einfach, das ist eine Zahl. 3 mal 16 hoch 0 plus 5, 14 mal 16 hoch 1 plus 4 mal 16 hoch 2 plus 10 und so weiter. Wenn Sie es zusammen erzählen, wenn Sie es zusammenzählen nach dem Verfahren hier, kriegen Sie die Speicherplatznummer raus. Da können Sie an dem Speicherplatz mit dieser Nummer gucken, was da los ist. Ja, super. Macht natürlich keiner, ne? Ach so, und häufig bedeutet das hier vorne dran einfach, das, was dahinter kommt, ist eine Zahl im Hexadezimalsystem. Hat eigentlich keine wirkliche Bedeutung. Bedeutet das, was dahinter kommt, ist Zahl im Hexadezimalsystem. So. Warum verwenden Computer das Hexadezimalsystem? Ich verrate es Ihnen, Sie verwenden es eigentlich gar nicht. Sie verwenden eigentlich ein anderes System, das aber sehr leicht in dieses überzuführen ist. Und das werden Sie in der Übung mal untersuchen.